Chaotix Gaming. Normal kann jeder. Hallo liebe Chaoten und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Landwirtschaftssimulator 17 mit Aro auf der Zillertaler Alpenmap. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Sehr schön. So muss es laufen und wir steigen jetzt mal in den Class Axion 870. Ich muss hier mal noch, habe ich gerade gesehen, warte mal. Genau, das Lenkrad muss ich hier noch umklappen, sonst wird das nicht. So kann man ja nicht fahren. Und dann bringen wir als erstes mal noch die Gerste vom letzten Mal weg, die wir geerntet haben und aus dem Drescher abgebunkert hatten, dass wir die einlagern und später bei einem Angebot verkaufen können. Damit wir richtig Business machen können, so muss es sein. Anders kann es nicht laufen im Landwirtschaftssimulator. Man braucht ja die Kohle, um sich weiterzuentwickeln. Den Glas bringen wir dann gleich noch zurück und dann wird weiter gemacht auf dem Feld mit dem Ballenpressen. Da werden wir uns dann drum kümmern. Warte mal, wo war mein Silo? Das war, glaube ich, genau, war ja hier. Ja, so komisch fahren. Erstmal noch dran gewöhnen hier an den neuen Hof. Aber ich finde es einen schönen Hof. Ihr habt noch gar nicht geschrieben, was ihr von dem Hof haltet. Ob ihr vielleicht selber sogar die Map zockt oder mal gezockt habt. Was haltet ihr von dem Hof? Findet ihr ihn gut? Findet ihr ihn nicht gut? Habt ihr vielleicht euch daraufhin sogar selber die Map jetzt runtergeladen? Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Mal dieses Kommentare betteln, ne? Nee, aber das könnt ihr mir auch woanders schreiben. Das ist mir völlig egal. Das interessiert mich wirklich. Ach, wo bringe ich denn den Hänger hin? Warte mal, was mache ich denn gerade mit dem Hänger? Bin ich blöde? Ja gut, das war eine doofe Frage. Den Hänger hatte ich doch auch irgendwo hier abgestellt gehabt. Ja klar, der stand da vorne in der Kurve. Genau hier an dem Wendeplatz. Also stellen wir ihn hier auch wieder hin. Zack. Danke für deine Dienste. Dann werden wir den Klaas... Oh, oh, oh. Nicht kaputt fahren. Unrealistisch. Ich höre es schon. Wenn wir den Klaas hier mal wieder vernünftig einparken. Stand der überhaupt hier drin? Eigentlich stand der nicht hier drin, weil... Ha, ich Vogel. Guck mal. Das ist geil, ne? Ich habe ihn reinbekommen, aber krieg nicht mehr raus. Das hatte ich nämlich schon mal vor der dem Aufnehmen, wo ich eingerichtet habe, die Map. Och Mann, ey. Das ist natürlich wieder herrlich. Ja, schön. Ah, das ging jetzt. Und so geht's wieder nicht. Irgendwie dumm, ne? Na gut. Wir standen nämlich hier draußen. Und da stellen wir ihn jetzt wieder hin, damit das alles passt. Ach Mist. Hier muss ich mir so eine Parkfläche markieren, damit ich daran denke. Den Drescher wollten wir noch wegfahren, genau. Garten. Der Klaas Mega Dominator 208. Sehr schönes Gerät. Zuklappen noch das Ganze. Dankeschön. Muss ja alles fachgerecht abgestellt werden. Nicht, dass ich habe ja hier Bauernhoftiere, so Katzen, Hühner seht ihr hier schon. Mäuse, Ratten, Hunde. Und nicht, dass die da in den Drescher reinkrabbeln. Oder auch Kinder. Ich habe ja hier auch Besuch, ne? Urlaub auf dem Bauernhof. Und das wäre fatal. Wie soll ich dafür haften? Geht ja gar nicht. Hier für so einen Huhn schon hier. Ja, weg mit dir. Der Drescher stand unten vor der Scheune. Vom Schweinestall. Siehste? Apropos Schweinestall. Schweinestall, Kuhstall. Wir haben ja schon Schweine und Kühe. Da müssen wir auch bald mal, nachdem wir jetzt das Stroh machen, noch Gras mähen. Wir brauchen ja Gras. Sonst wird das wohl nicht mit der ausgewogenen Ernährung. Beziehungsweise überhaupt mit Ernährung, weil Stroh hauptsächlich zum Streuen. So, schön hier mit der Krone Ballenpresse. Die gefällt mir richtig gut, vor allem, weil sie so schön schnell ist. Ich weiß aber, wie gesagt, gar nicht mehr, wie schnell die anderen sind. Weil ich nach so einer langen Zeit gleich mit der hier angefangen habe, wieder Ballen zu pressen. Weiß gar nicht, waren die anderen nicht nur mit 18 oder so? Ich 15 vielleicht sogar noch, ich weiß es nicht. Ich weiß das nicht mehr. Uiuiui, hier hat er aber zu kämpfen. Vielleicht hätte ich mir den Cluster holen sollen. Aber der Fendt ist halt irgendwie echt schöner. Obwohl ich das gar nicht sagen kann. Ich finde beide schön. Ist immer doof, ne? Sich so entscheiden zu müssen. Also, ich würde keinen von beiden jetzt gerne weggeben wollen. Ich finde beide eigentlich richtig schön. Apropos richtig schön.
Was haltet ihr eigentlich von der Facecam? In solchen Let's Plays hier. Also wenn ich mich so umschaue, eigentlich haben das sehr, 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 sehr wenige. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Facecam ja oder eher dein Gesicht nein. Oder sagt ihr vielleicht, bei LS muss es nicht sein. Aber zum Beispiel bei OMSI wäre es geil oder bei Player Unknowns Battleground wäre es gut, weil da ja Reaktionen entstehen bei OMSI, indem ich einen Unfall baue oder bei PUBG, indem man abgeknallt wird oder irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Was ja beim LS wirklich, wirklich auch weniger ist, ne? Kommt nicht so oft vor wie in den anderen Spielen. Aber da bin ich mal gespannt auf eure Meinung. Also ich habe mir überlegt, könnte man machen, habe auch gestern rumprobiert, hier mit meinem Greenscreen und den Lampen mal wieder. Lange nicht mehr benutzt. War auch anstrengend, das wieder hinzubekommen. Also hab's nicht hundertprozentig hinbekommen, aber erstmal hat's mir dann auch gereicht. Nach anderthalb Stunden habe ich abgebaut, das ganze Zeug wieder. Brauch noch mehr Licht, glaube ich. Ich bin zu hässlich geworden. Die Lampen haben gesagt, dieses Gesicht strahle ich nicht mehr alleine an. Wir brauchen noch eine Lampe mehr. Durchaus möglich. Spaß beiseite. Läuft gut hier, also ich bin echt zufrieden. Läuft wirklich richtig, richtig gut. Geht schnell voran. Ballen sammeln, ich glaube, die muss ich per Hand sammeln. Also mit einem Ballenspieß tatsächlich. Und dann auf den... Na, was habe ich da für ein Pack? Ich komme gerade nicht auf den Namen, oh Gott. IT-Runner Pack. Ah, jetzt noch kurz bevor ich es gefunden habe. IT-Runner Pack, das war's, genau. Und da habe ich ja die Ballenladefläche für. Da werde ich die dann, ja, per Hand quasi raufladen müssen. Da bin ich mal gespannt, das könnte ein bisschen dauern. Vielleicht muss ich das so als Highlight so zusammenschneiden, mal gucken. Obwohl es eigentlich relativ fix gehen dürfte, ne? Ein paar Ballen sammeln. Oder wir lassen sie sogar erstmal liegen. Noch mehr trocknen, ne? Und holen sie dann in der nächsten Folge ab oder so. Und dann eine ganze Folge lang, wie ich hier die Ballen versuche, krampfhaft zu verladen. So könnte man es machen. Wäre eine gute Idee. Dann werde ich nämlich vielleicht in der Folge jetzt, je nachdem, wie viel Zeit überhaupt noch bleibt, machen wir erstmal ruhig. Erstmal zu Ende machen. Beruhig dich, Aachen. Ja, ich werde mich beruhigen. Eine Traktorfahrt ist lustig, eine Traktorfahrt ist schön und das Lenkrad ist nicht runtergeklappt, das finde ich gar nicht gut. Unrealistisch. Aber ich habe es gemerkt, nicht so wie Muse, der merkt es ja nicht, ne? Da kommt schon gleich der nächste Ballen raus. Schön. Sind aber ein paar Ballen geworden. Damit hätte ich gar nicht gerechnet mit so einer Menge am Bein. Und dann jeder 4000 Liter Stroh. Nicht schlecht. Kann man machen. Da sind die 10 Kühe und 10 Schweine auf jeden Fall erstmal versorgt. Und ein Schaf. Mit Stroh? Nee, Schaf braucht kein Stroh. Schade, jetzt wo ich so viel Stroh habe. Und richtig schön an der Presse, dass sich hier drin so alles bewegt, ne? Hydraulisch und so. Richtig geil. Wunderschön. Baulich-mechanisch. Toll. So, warte mal. Ballen abladen. Ja, toll. Er zeigt mir wieder 3 und 4 an. Ich habe keine Ahnung. Machen wir mal kurz die Tastatur. Ballen abladen. Z. Okay, Ballenpresse schließen. Nicht Motor aus. Ach, um Gottes Willen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hier alles geht, ne? Ihr merkt schon. Okay, komm. Ballenpresse schließen. Erstmal ausmachen. Ich weiß nicht mehr, wie das hier alles geht. Scheiße. So, schließen. Oh. Das meine ich, wenn mir oben nicht angezeigt wird, die Hilfe für den Controller. Ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Nach so langer Zeit. So, dann werde ich die Ballenpresse wieder parken, oben in der Scheune. Über dem Schweinestall. Was ich sehr schön finde hier. Jetzt in der Talalpen-Map. Echt schön gemacht.
Apropos, ich sag so oft, am Anfang sage ich Zillertaler Alpen, das steht im Titel, letztes Mal fragt einer unter der Folge, wie heißt die Map? Da habe ich auch ein entsprechendes Kommentar zu zurückgegeben, also, ja. Unglaublich manchmal, was hier passiert. So, rückwärts fahren, ganz spaßig. Von der Innensicht aus. Gönnung. Ja, läuft. Mit Gas können wir schneller. So. Ups, so. Ja. Schön, da steht auch schon der John Deere mit dem Ballenspieß. Aber wir haben ja gesagt, die Ballen machen wir beim nächsten Mal. Guck dann mal gleich nach den Tieren, was die jetzt eigentlich so prinzipiell so benötigen. Wo sind sie denn, die Tiere? Da. Ein Schaf. Schön. 100% sauber. Ja klar, ein Schaf macht halt nicht so viel Dreck. Wenn nicht, stelle ich dem so einen Roboter da oben hin für ein Schaf. 10 Schweine. Sauber 100. Ja, ich habe auch nur 5 Kühe. Ja, die brauchen ja gar nichts. Aber haben schon ordentlich geschissen. Kann ja wohl nicht sein. Da kann ich mal gleich noch gucken, wo überhaupt die... Ach so, Mist ist noch nicht da. Nee, den Misthaufen wollte ich mir angucken. Ja, wo die beiden sind. Wer von welchem was ist. Egal. Wasser haben sie noch. Stroh, Körnermais. Boah, die brauchen so viel. Aber guck mal, Weizen, Gerste könnte ich doch reinkippen, ne? Wir versorgen mal noch die Schweinis. Weizen und Gerste, aber... Boah, ich habe voll den doofen Hänger, um das zu machen. Habe ich eine Schaufel? Eigentlich? Ja. Soll ich das machen? Oh, oh. Naja, wir probieren es einfach mal. Ich hole mir den roten Hänger und wir probieren es. Oh, ich komme ja nicht mal raus. Aber warte mal, ich hatte noch was im Shop. So was Süßes, Kleines. Nee. Das ist zu klein. Kleinmaschinen. Guck mal, 7000 Liter. Der ist doch super süß. Kostet 8000 und der kostet 5000. Ah, oh, schade. Ich weiß nicht, ob ich den an einen normalen Traktor reinkriege. Ich glaube fast nicht. Also. Ich hätte jetzt gerne was Winziges. 40.000. 5.900, ein Eicher. Leute, wir holen uns einen Eicher. Mit Pritsche natürlich. Schönes Teil. Einparken. Du bist jetzt gerade unerwünscht, sorry. Geil. Also ein Eicher ist schon was Schönes. Wow. Da kann man nichts gegen sagen, würde ich sagen. Erstmal Fotos schießen hier. Schönes Teil. Ja. Und dann Motor starten. Boah, schön. Oh, der ist so süß. Das macht Spaß mit dem Ding. Und jetzt schön den Berg da hoch. Das ist ein schönes Gerät. Oh, 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 oh. Hier kämpft er. Ich drück voll durch. Ich drück richtig durch. Oh, shit. Oh, oh, oh. Der Eicher kämpft. Ja. Wahnsinn wieder hier. Aber jetzt müsste es gleich... Oh, nee, das ist ja immer noch so steil. Boah. Nicht schlecht, mein Eicher. Herrlich. Das macht Spaß. Echt schöner Mod, Eicher. Richtig, richtig geil. Eicher-Kombi. Tolles Gerät. Wo habe ich den her? Ich höre schon die Fragen. Alter, wo ist der her? Ich weiß es nicht, Leute. Es gibt ihn im Internet. Sucht ihn. Eicher-Kombi. Ich weiß es nicht. Wirklich nicht. Problem ist jetzt gerade noch nach dem Rechnerabsturz. Keine Ahnung. Ich hab den einfach rausgezogen noch aus dem Safe und weiß nicht mal, wo es den gibt. Jetzt viel zu lange her. Bestimmt ein halbes Jahr. Boah, ist das schön. Ich schwärm total, ne? Aber das macht auch Spaß mit dem Gerät.
Huch. Ja, dann fahren wir nochmal unter das Rohr und werden mal Weizen machen. Oder Gerste. Wir haben gerade Gerste geerntet. Davon haben wir eine Menge da. Wir brauchen doch Gerste, oder? So war es doch. Gerste. Ja, reicht. Viel zu viel. 1000 Liter. Boah, guck mal. Viel zu anstrengend für den weiterzufahren. Hühner, mach Platz. Hallo, meine Süßen. Hier kommt euer Fressen. Cool. Das maximal. Hä? Ich hab doch gar nichts rausgekippt. Ach, weil hier Wasser ist. Okay, wo ist Fressen? Andere Seite. Ja, toll. Er sagt, das maximale Fassungsvermögen ist erreicht, statt er sagt, wird hier nicht angenommen, weißt du? Hallo, kippst du seitlich ab? Kann ich seitlich abkippen einstellen? Nee. Ja, schade. Ach, jetzt. Wen willst du denn verarschen? Ah. Ah. Schön, hier, meine Schweinis. Fresst. Fresst euch satt. Werdet schön fett, damit ich euch schlachten kann und zum hohen Preis verkaufen kann. Toll. Ihr verkauft euch von selbst und ich brauche euch nicht schlachten, so war das, ne? Ah ja. Habt ihr die Tierschutzorganisation PETA damals gefordert, ne? Dass das hier so vorkommt. Hätte ich gar nicht so schlecht gefunden. So, die stelle ich jetzt einfach hier ab. Und ich würde sagen, das war's für diese Folge. Hat echt Spaß gemacht. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Schreibt es mir in die Kommentare. Und beantwortet mir meine 1000 Fragen, die ich euch gefragt habe. lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wer den Kanal noch nicht abonniert hat, abonniert bitte den Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, euer Aru. Ciao, ciao.